Jo, und damit hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Steini, neues Vlog-Röntchen. Freunde, heute ein ganz entspannter Vlog. Soll mal sein, ich filme heute den ganzen Tag. Ja, wir sind in Oberhausen im Octagon. Let's go, habe ich richtig Bock drauf. Bin sehr, sehr gespannt. Zum ersten Mal da. Wir holen gleich noch René und Slivo ab. Ich habe jetzt gerade noch eine Aufnahme gehabt mit einem gewissen Jungen. Ich kann euch den mal zeigen. Und da haben wir den guten Mann. Gegen El Don haben wir gerade aufgenommen. So sieht das Ganze hier immer aus. Du kannst auch was sagen, man hört dich. Ich habe Boxen angemacht. Gute Aufnahme mit Steini gewesen. War gut. Viel Spaß bei deinem Vlog und viel Spaß Security beim Zugucken. Und auf jeden Fall eine geile Nummer, glaube ich. Und hier, da mal zum Thema Ton und ich. Wenn Ton und ich aufnehmen, geht es auch immer um Trading Cards. Hier hat er eine 3000-Euro-Karte reingeschickt. Da hat er 5 Stück von. Ganz entspannt. Wir haben aufgenommen. Dateien sind hier, kommen die nächsten Tage online. Toni, ich wünsche dir an der Stelle auf jeden Fall schon mal ein schönes Restwochenende. Und ich danke dir für die Aufnahme. Danke dir, Steini, und viel Spaß. Ich schaue mir den Vlog an und ich freue mich drauf. Wir sehen uns, Meister. Ich wollte den guten Mann jetzt nicht zu lange aufhalten. Der streamt nämlich jetzt noch bei entspannten 30 Grad. Ich muss mich jetzt auch langsam aber sicher fertig machen. Wir haben kurz nach 12, treffen uns, glaube ich, um 15 Uhr dort vor Ort. Um 16.30 Uhr geht's los. Ich fahre aber, glaube ich, vorher nochmal zu René, weil ich habe noch Karten von den Jungs, die ich da abgeben muss. Die müssen wir da jetzt nicht mit rumschleppen. Und ja, da läuft das doch hier. Bin mal echt gespannt, wie das heute wird. Erste Mal generell so eine Veranstaltung für mich. Und ich als alter Wrestling-Hase bin sehr, sehr gespannt. Warte, generell wird das Video hier heute unter dem Aufhänger 3 Wrestling-Fans zum ersten Mal im Octagon. Ja, also ich denke, so wird auch wahrscheinlich das Video heißen. Hier selber eine positive Bewertung vorhin aber auf dem Kanal, falls du noch keins dagelassen hast. Und ja, ey, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal MMA besucht habt, ob ihr MMA begeistert seid. Das würde mich mal interessieren. Ich bin Paddy Pimblett-Fan. Ja, mach ja auch keinen Heel raus, finde, das ist ein super Typ. Aber ja, der ist heute nicht da, aber einige andere, wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Hey Ladies, ich gehe jetzt einmal kurz duschen und dann sehen wir uns danach wieder. So, gerade angekommen hier. Da sind die anderen beiden Patienten. Die bringen sie hier gerade mal auf Level. Der Bruder kämpft auch heute, ne? Bin gespannt um den Titel, glaube ich. Der Bock oder was? Ja. Wir haben gerade schon was gesehen, das dürfen wir, glaube ich, nicht auf YouTube zeigen. Das war echt brutal. Das war jung wird, ne, glaube ich, ja, gerade, mit der Blutlache da. Wir haben gerade ein Junglot-Match geschaut und es sah ganz kurz aus, als wäre jemand der Ketchup-Teppich gefallen oder sowas. Also ich bin sehr, ihr seid auch das erste Mal bei sowas, ne? Ja. Also das könnte was geben, ich bin sehr gespannt. Ja, das ist René, seine heiligen Hallen und hier nimmst du auf oder was? Junge, das Kabelmanagement ist ja noch beschissener als bei mir. Lass mich, ich warte bis das da oben, guck mal da oben. Ah ja, stimmt. Das ist Wasserschaden gewesen und ich habe keinen Bock hier großartig was zu machen, bis das nicht behoben ist. Ja, ist vollkommen zu Recht. Aber so ist das nice eigentlich vom Setup da oben. Hier noch die Vitrine. Ui, guck dir mal an hier. Bray Wyatt. Sag nichts Falsches. Ja, ist du willst ja was Falsches, tu es. Ich kann das nicht RB oder was ist das? Randy Borden. Ah, guck mal, schön, hat er sich schön gemacht hier, ne? Kamavinga, genau. Und The Dirk. Hey, Ladies, wir machen jetzt hier noch ein bisschen links. Die Jungs haben gerade ihre Karten gekriegt, die sie bestellt haben. Komm, zeig nochmal deine Owns. Zeig deine K-Owns einmal. Zeig mal da die schöne Karte, du. Guck mal. Ja, ja, ist er nervös? Ja. Und was sagt ihr? Könnt ihr mal bewerten, das ist ja wohl ein geiles Teil, ey. Was ist ein Gerät? On-Card. Kann man machen. Ich will nochmal sagen, dass René der war, der gesagt hat, Bray Wyatt ist overrated. Das ist einfach nur nochmal kurz. Einfach kann ich bestätigen. Ja, wir werden jetzt schauen, wie wir gleich hin. Wie lange sagst du, fahren wir? 30 Minuten von hier zum Zentrum. Ja, wenn voll ist. Ich muss hier hinfahren schon wieder. Das, also, normalerweise 10 Minuten hier hin, jetzt bin ich halbe Stunde gefahren. Ist cool. Macht Bock auf jeden Fall. Ey, Ladies, wir quatschen nicht mehr. Wir sehen uns gleich wahrscheinlich am Zentrum wieder. Wir müssen auch noch einige Sachen abklären, dass wir dann da vernünftig alles reinkommen. Ich denke, wir werden uns davor aber nochmal wiedersehen. Oh, auf ganz dezent. Wir gucken jetzt hier den Kampf zu Ende und dann machen wir uns auf der Reise. Warm da hinten? Nee, ist angenehm hier hinten drin, wirklich. Jo. Es wird auf jeden Fall ein wackeliger Vlog. Erzähl doch mal ein bisschen hier aus deiner Hood. Du bist ja hier, in der Hood aufgewachsen, ne? Also auch unter brennenden Mülltonnen und so. Sehe ich schon. Hier ganz, da sind die Mülltonnen. Hochkant, er filmt den Hochkant, Jungs. Ich bin noch mit dem neuen Handy hier noch nicht so hoch. Er filmt Hochkant, Junge. Das ist quer, Mann. Was ist das überhaupt für ein Handy? Xiaomi. Kann doch nichts. Filmst du quer, siehst du mehr. Ja, kann doch nichts an Handy. Das ist halt einfach, was soll ich dir sagen? Was kann das denn? Es ist Low Budget. Aber die dachte, die,
weißt du, was das für ein Move ist? Der musst du immer bringen. Wenn du eine Person siehst, ist auch gar nicht disrespektmäßig gemeint, aber die fragt sich jetzt den ganzen Tag, wer war das? Ja. Der geht nach Hause. Hey, wo? Ist irgendwo zum Kaffee kommen. Und dann hat da gerade einer gehupt. Weißt du, wer denn Sven, ist? Warst du das gerade? Wer war das? Ich glaube, da war der Martin, ne? Helmut, der weißt Martin du, wer ist im Urlaub. Nee, da war der Martin, war. Weißt du, wer bei uns ein Cupra fährt in der Familie? So eine Neuwagen. So, Parkplatz haben wir. Das war tatsächlich auch der letzte, glaube ich. Du kannst deinen Finger ruhig so lange nach oben halten, wie du willst, weil ich filme mich selber. Zentrum. Ich bin von hier tatsächlich noch nie reingefahren. Auch wenn ich aus der Ecke hier komme. Aber normal komme ich immer von Bottrop. Und jetzt sind wir direkt aus Oberhausen hier reingefahren. Maximal durchgeschwitzt. Finde ich auch geil. Die Karre steht jetzt schön da oben drauf. Immer in der Sonne. Ist doch hervorragend. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier runter zur Promenade. Da ist das Gasometer. Wenn ich ein Auto genommen würde, dann würde ich eher eins, was halt... Unten und kühl ist, ja, stimmt. Ist auf jeden Fall smart von dir. Nee, es war ein Cupra. Macht Sinn, ne? Wieder oben, macht Sinn. Ha, Keks. Haben wir auch schon einen Scherz mit drin hier im Vlog. Ist doch schön. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal... Wäre auch nicht möglich, aber das ist zu, glaube ich. Ins Bauhaus. Ey, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal den Eingang finden, dass wir reinkommen in einer halben Stunde Start. Und ja, dann schauen wir mal. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen stressig werden. Aber ich bin zuversichtlich. Ja, die Dings ist da, aber den Eingang finden. Ne? Mal Luki Luki machen. Ja, wir gucken mal, wird schön. Ja. Gut, was los hier. Ja. Immer hier ein bisschen Besuch mit Restaurants und alles. Aber das werdet ihr wahrscheinlich kennen. Ne? Ich glaube, es gibt keinen, der noch nicht am Zentrum war. Und wer noch nicht hier war, der hat halt Pech gehabt, ne? Sag ich mal. So, da hinten ist die Arena. Rudolf Weber. Früher war Köpi, ne? Früher war es Köpi, ja. House of Magic, Ehrlich Brothers. Werbung wird hier gemacht. Den Weg haben wir jetzt noch zu laufen und dann melden wir uns davor wieder, würde ich sagen. So, wir sind drin. Ich weiß nicht, wie das hier mit der Mucke ist. Das könnte äußerst schwierig sein. Ich zeige euch aber einmal kurz die Plätze, die wir hier haben, ja? Mal machen. Ey, ihr hört, die Mucke ist sehr, sehr laut. Kann sein, dass ich mit Voice-Over arbeite hier. Aber da schauen wir mal. Wir machen uns jetzt erstmal hier einen Überblick. Ich filme ein bisschen was für euch. Ist schon geil. Also hier bist du genau dran. Ne? Wenn da einer gleich die Fresse poliert, kriegt er mal da Blut. Ne? Lass bloß den Mund zu gleich. Ne? Sonst haben wir hier ein Problem. Ne? Ich nehme die DNA mit, dann werde ich Kämpfer. Ja. Oder so. René hat uns gerade von seinem mächtigen Schulgang erzählt, den er nicht vollziehen. Du bist ein Heimscheißer. Ja. Chat, Mann 1 in Chat, wer von euch ist Heimscheißer? Ich bin ein Einscheißer, wa? Ich bin so ein Mittelding. Bei mir ist so momentabhängig. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt übrigens der Zeitpunkt, wo die meisten Leute sagen, boah, ich... Das ist ein geiler Vlog. Der Vlog hat auch Hammer. Qualität. Hier werden, hier werden die Themen des Lebens angesprochen, oder nicht? Ja? Wir sind nah dran. Wie geht's dir da hinten? Auch Heimscheißer. Auch Heimscheißer, sehr gut. So, da haben wir es doch. Ne, wir haben jetzt gerade ein bisschen was gegessen am Buffet. Was hatten wir denn? Spätzle. Ging so ein, was ist das? Du bist der Koch, da in Hackbraten. Was war da noch? Hackbraten. Wir hatten Rinderbraten, wir hatten Gurkensalat, du hattest irgend so einen mexikanischen Thunfischsalat, Brot, ich hatte eine gegrillte Maisboulade noch, Spätzle, du hattest Kartoffeln, Kartoffelsalat, also alles da. Mir fehlt noch ein Absacker, so was Süßes. Stück Kuchen. Stimmt. Süßes, vielleicht kommt das. Oder so Eis. Ist auch so ein riesen Kühlschrank da, wo du dich bedienen kannst und so. Ne, das kannst du alles machen. Wir waren auch gerade schon in der Halle. Diese Halle ist ein bisschen schwierig mit der Mucke. Ich denke, während die Kämpfe laufen, ist das dann entspannter. Auch von der Mucke her. Wenn auf jeden Fall gleich nochmal eine zweite Runde Essen einlegen am Curry. Was war das? Currywurst? Brunnen, da ist ein Currywurstbrunnen. Da schwimmen der Fieder. Currybrunnen? Ja, mit Erdbeeren daneben und so kannst du dann mit Curry da rein. Die Sektion können die da mal zustellen, ja. Weil du kulinarisch auch im Stand von einem Esel bist. So, jetzt ist es raus. Kulinarisch. Also, beinahe wegkicken, Alter. Ey, weißt du, woran mich das hier erinnert? Kannst du dich erinnern? Ich glaube, der erste Abend WrestleMania, wo wir rausgegangen sind, der Treppenhaus. Ins Unendliche. Weiß, kannst du dich erinnern, Slevo? Ja. Wir waren endlich dran bei So, und hier sind wir drin. Ey, danke, ne? Kein Problem. Nächstes Mal geht das schneller. Ja, hier ist er, der Red Room.
Von da sind wir quasi reingekommen. Ne? Hier ist dann halt die Rudolf Weber Lounge. Hier ist dann das ganze Catering quasi. Und da geht's dann rein für uns. Fighting out of Slovakia, Dennis Gondjala. Hassan Diaz Champa. Wir sagen, Randy Orton wird den so nass machen. Keine Chance. Wir machen eine kurze Essenspause. Ey, die eine kam einfach mit Shinsuke Entrance raus, ne? Wenn die jetzt komplett vom Stuhl gehauen. Nice, ne? Hab ich gar nicht gedacht. Im Moment mal, die ersten zwei Töne und direkt. Ich dachte, ich wäre am falschen Event so gerade. Ich war mir auch nicht so ganz sicher. Hat keiner hat's gecheckt, ne? Nur wir haben den Entrance erkannt. Da weißt du Bescheid. Ne, jetzt hier Currywurst. Und ich habe mir hier so einen Thunfischsalat, keine Ahnung. Und mit Brot. Der hat sie angetan. Ne? Ey, der ist lecker, Alter. Der ist echt gut. Weil du Monster hier, weil umsonst ist, oder was? Nee, kannst mir sonst nicht leisten. So, Freunde, so sieht das Ganze hier aus. Drin geht es gerade heiter weiter. Ich weiß gerade gar nicht, wer jetzt gerade kämpft. Aber bisher angenehm überrascht, ne? Ich find's gut. Das ist mal was ganz anderes so. Also die treffen sich wirklich. Safe. Die treffen sich wirklich. Ja, das ist aber ein ganz anderer Impact, wenn du den Klatsch halt auch noch hörst. Ne? Ja, also gerade was ich extrem finde, sind diese Tritte, die knallen. Ja, ja. Unfassbar. Ist geil. So, wir machen jetzt mal hier ein Live-Tasting nur. Leider kein Curry hier, ne? Hey, mit Currypulver wäre es gut. Ja? Mir fehlt das Currypulver. Das schmeckt nicht. Kann mit arbeiten. Ey, Ladies. Ich schmatze euch hier keinen vor, guten Hunger, aber. So, wir haben uns was gefressen. Was getrunken. Kämpfe gehen ja heiter weiter die ganze Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, bisher Fazit, rein showtechnisch, aufmachungsmäßig, und das sind nur die Vorkämpfe. Aber bisher ist die Stimmung halt echt gut, ne? Ist geil. Das war was anderes. Also mich hat es gerade wirklich aus dem, nicht aus dem Leben gekickt, übertrieben, aber dass die eine mit Shinsuke Entrance reingekommen ist, ne? Das war schon, echt wie, also ein bisschen schon mal so Feeling. So, geht auch schon los, ne? Oh, hier da oben. Einmal zu den Plätzen. Ja, perfekt, unsere Plätze sind einfach weg. Die Plätze sind ja noch geiler. Ey, Freunde, wir saßen die ganze Zeit falsch anscheinend. Oder eigentlich saßen wir richtig, dann wurden Schilder getauscht. Jetzt sitzen wir komplett woanders, jetzt sitzen wir... Richtig. Das ist so meine Ansage, liebe Kampfsportfreunde. Voll am Eingang. Die latschen hier rein, hier raus. Du hast gerade gesagt, wir sollen die Handschuhe geben und dann... Ey, Karlin ist im Ring. Das heißt, ist so gut, Genesungskurs. René, wenn hier einer gleich läuft, machst du Bein raus, ne? Was ist das? Wenn hier gleich einer vorbeiläuft, Bein raus. Der geht aber nicht. Ja, okay, das ist natürlich wild. Schauen, was das jetzt gibt. Also die Plätze sind natürlich auch gut. Nächste Etappe ist, wir sind gleich im Ring. Ja. Aber ich habe gehört, jetzt geht's rund. Ja, Christian Eckerlin, wir wünschen dir gute Genesung. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Kampf zwischen Artur Dacic und Nuno Costa. Los geht's! So, Freunde, der Kampf geht jetzt los. Ist und so. Der junge Mann wollte eine Wette haben. Fünfer ist drin, mehr habe ich den Portemonnaie. Normalerweise ein Hunderter. Ja. Aber fang mit klein an, die großen Dinger kommen ja noch. Ja, eben, so. Der Papa sagt, der Linke macht.
Und jetzt habe ich gerade erfahren, der Recht ist Favorit. Perfekt, habe ich mich auch wieder reinquatschen lassen. Sehr gut. Hey, nicht. Let's go. Wir haben noch gerochen, dass das leichtes Geld ist. Ey, der hat aber einen guten Entrance gehabt. Ich bin für den Mann da vorne. An, ne? Wir machen uns das warm. Der macht das. Ein Lucky Punch, let's go. Da hast du gedacht, ne? Gibt es nicht. Nee, war eine super Idee, also muss ich sagen, nicht schlecht. Ich gebe dir auch die Chance, die zurückgewinnen. Ich glaube, meiner hat entspannt 5 Schläge gelandet. Der andere, glaube ich, 34. Und deiner Blüte. Aha, ja, sehr gut. Ich habe eine Eingebung gehabt, ich dachte, die wäre gut, Mann. Aber die war scheiße. Danke, dass du mich da. Also, hat er schon. Also, darum war ich immer ich. Du hast mich nicht mal gefragt. Ich hätte dir gesagt, nein. Hast du nicht gerade gesagt, mach 50? Ja. Ich will da von René Geld rein, glaube ich. Alles? Ich habe keine Rolex. Neuer Kampf, neues Glück. Ja. Jo, ey, Kampf unterbrochen, zu Ende, oder hat das geknallt? Ich glaube, Schien-Wadenbeinbruch, glaube ich, ne? Müsste das sein? Auf jeden Fall ist irgendwann durch. Oh. Der Sieger ist gerade im Ring, ich zeige euch. He has announced that he wants to go back for the title shots next, or at least for... Oder sein Gegner, Alter, die haben, ich glaube, beide Schienbein aneinander und eins hat da nicht mehr standgehalten. Das hat geknallt hier, ne? Boah, Bruder. Also essen wir euch heute auf jeden Fall nichts mehr, weil dann bin mir nämlich schlecht. Junge, aber krasser Fight gewesen. Also der ist einfach nicht gefallen, der Bruder, ne? Hätte er sich dieses Schienbein nicht gebrochen, wäre der immer. Er hätte immer noch gesagt. Ey, krasses Ding, ohne Spaß. Was sagst du? Peitschenhiebe in Oberhausen. Also der Knall war. Das war wirklich wie ein Böller. Das war wirklich wie ein Böller im Ohr. Das war erst, konnte das gar nicht realisieren, Bein gegen Bein, und dann als der Fall gefallen ist, war. Aber ein geiler Kampf. Auch sehr respektvoll danach, generell die Crowd, die alle aufgestanden, alle applaudiert für ihn. Der wurde ja leider an uns vorbei rausgefahren, Bruder. Dann, du kannst ja auch nicht weggucken, so, ne? Hier ist er noch, der Bodenfight gemacht. Aha! Kennt mich hier, was soll ich sagen? Ey, super. Ich glaube, das liegt an der Rolex. Super sympathischer Kerl, ohne Spaß. Also ein guter Fighter. Mit dem werde ich mich mal, glaube ich, ein bisschen mehr auseinandersetzen. Hat einen guten Fight gemacht. Und jetzt gehen wir in die letzten 3 oder 2 Kämpfe, ne? Nein, müssen es noch 2? 3? Es müssen eigentlich noch 3 sein. Die Wette, der danach, der abgebrochen jung wird, muss noch 3 sein. Ich meine auch. Kaminski, Junge, Hoppeck. Hoppeck, Hoppeck. Da kann doch was gehen. Ey, nur mal zur Information, das hier ist Champion im. Ich werde es mal suchen. Der sitzt einfach vor uns hier, chillt sich einfach hier hin, redet mit allen, perfekt. Der ist wahrscheinlich auch in der Wette drin jetzt. Der verliert den Fünfer jetzt, der verliert den nächsten Fünfer. Oha. Man merkt richtig, dass ein ganz anderes Tempo ist, ne? Je weiter die Kämpfe da hinten gehen. Also die Stimmung ist auf jeden Fall, du merkst, je mehr es da hinten geht, je besser wird es. Ne? Also es ist gerade gut laut. Aber gerade sieht es für Grabinski ein bisschen schwierig aus. Ein bisschen schwierig. Oi, 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 oi. Stark. Kommt nicht rum. Wichtig! Guck mal bitte, was für eine Hektik da ist am Tor, Alter! Alle stürmen rein! Zack, zack, zack! Und da ist das Ding auch schon durch! Aufgabe! Aber der Michael, ich kann den Namen nicht aussprechen. Michael Lides, stark, ja? Also die ganze Zeit, überall gehabt. Man hat richtig gemerkt, wie die Stimmung gekippt ist, als er getappt hat. So. So, gefühlt Totenstille hier, ne? Aber 2 Kämpfe haben wir noch. Lassen.
Energie. Letzte Runde. Also mein Stand ist, oder der muss heute hingehen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, der andere ist vorne. Ja, leicht vorne. Würde ich auch sagen. Also der hat so häufig am Boden gehabt, so jetzt wüsste ich, dass der von ist. Ja, aber die Halle ist da. Ja. YouTube ist Ketchup, ist das? Genau, Ketchup ist das. Alter, du mein lieber Scholli. 28 and 30, 27, all for the winner. And to the semifinals going Bojan Prometeus Nedićković. But give it up one more time for Christian Rubier. What a fight! So, Friends, Schicht im Schacht. Ich weiß am Ende nicht, wenn ihr hier nicht viele Kampfszenen seht, wisst ihr, dass YouTube sagt nein. Ja, dass ich mich hier schon mal absichere.
Weil gerade bei Jungwirt war schon eine Menge Blut am Start. Mein lieber Scholli, ich musste mich gerade erstmal ein bisschen sammeln und dann sehen wir uns ja gleich nochmal mit so einem Fazit wieder. Aber wir gehen jetzt erstmal gucken Richtung Promenade. So, jetzt sind wir im Zentrum noch in den, was weiß ich, wie das hier heißt, keine Ahnung. Und der Mann will ein paar Körbe werfen. Körbe verteilen. Na klar. Mach mal, kannst du das? Kann er nicht, er kann's nicht. Mach mal fertig da. Okay, kurzes Gastspiel. Wir zocken doch kein Basketball, weil... Was war das jetzt? 14 Euro oder 15 Euro für 30 Credits und ein... Ja, einmal Basketball, 4 Credits. Nee, Bruder, sehe ich nicht. Wenn ihr wollt, hier noch Dance, aber das ist besetzt. Ihr wollt ja einen abdancen. Aber ja, ist, High School Musical, da wollte ich aber... Du hast den Highscore gehabt, oder was war das, ne? Nee, High School Musical. Ach so, okay. Ich hatte hier mal Highscore. Naja. Ja, machst du da eine sportliche Aktivität bei der Luft da drin? Ja, die kannst du schneiden da drin auch. Die Luft ist auch gut. Also die ist sehr gut. An für sich die Idee ganz geil. Aber das, irgendwie sind hier nicht meine Apparate drin. Ich weiß nicht, wer das fühlt. Ich bin so wirklich komplett oldschool, was die Dinger angeht. Nicht mit Credits erspielen und lose, sondern einfach wirklich irgendwelche Arcade-Games. Hast du die auch mit Luigi's Mansion und sowas alles? Oder da mit diesem riesen Pac-Man? Aber zu wenig. Irgendwie zu wenig, ich weiß nicht. Ist Geschmackssache, glaube ich. Die haben gleich auch. Ja, die Greifer sind aber leer. Wenn die voll wären, wäre ich da dran. Aber so, auf gar keinen Fall. Ja, und damit ein letztes Mal Hello again. Ich bin jetzt zu Hause. Wir haben 1.30 Uhr. Die Jungs wollten gerade nochmal bei Burger King halten, weil sie noch was schnabulieren wollten. Ich habe gepasst, weil, nee, ich habe keinen Hunger mehr. Ich habe immer noch den Knall von dem Schienbeinbruch im Ohr. Bruder, ich bin echt geschlaucht. Ne? Ich glaube, das waren jetzt 11 oder 12 Kämpfe an der Zahl. Das merkst du schon. Ja, gleichzeitig kannst du auch sagen, ey, du kriegst aber für dein Geld was geboten. Ne? Je länger es ging, beziehungsweise hinten, wo es dann in diese Main-Event-Kämpfe kam, hast du gemerkt, ich glaube auch im Video, dass die Crowd immer mehr da war. Also die Stimmung war hinten raus, puh, brachial. Ich weiß hier am Ende des Tages noch nicht, wie viele Kampfszenen ich reinmachen kann oder Sequenzen. Das ist ein schmaler Grat bei YouTube. Auch wenn es eine Sportart ist und Ärzte da sind, ihr wisst, das mit Blut, dies, das, ist immer ein bisschen schwierig. Hier, geldtechnisch in dem Video ist mir das Flötepiepen, aber wenn das Video rot wird, wird das halt niemand angezeigt. Und das wäre halt auch ein bisschen, ja, ein bisschen schade und das ist kacke, wäre das einfach. Ne? Ist ja normal. Aber gar kein Thema, ihr könnt die Videobeschreibung abchecken. Dort könnt ihr, glaube ich, die ganzen Kämpfe, die nächsten Tage jetzt, wenn man der Jungwirt-Kampf ist auf jeden Fall schon vollständig da. Ja, den könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Bruder, das war eine absolute Saiyajin-Aktion, was der da abgefeiert hat. Sehr, sehr imponierend gewesen. Also mein lieber Scholli. Und ich glaube, die anderen Jungs hatten halt auch echt Spaß. Wir kommen ja eher so aus der Wrestling-Sparte. Wir gucken das auch immer mal wieder. Ja, so wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin Paddy Pimblett-Fan. Aber jetzt mal live so dabei zu sein, war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht, was die Crowd angeht. Vielen, vielen Dank an Octagon Deutschland. Die haben mir nämlich hierfür die Tickets zur Verfügung gestellt, dass wir hier ein schönes, knackiges Video für euch machen können und ich auch das irgendwo auf meiner Liste abhaken kann, auch mal bei so einem Event live dabei gewesen zu sein. Ey, ich bereue das auf jeden Fall absolut nicht. Ja, es war ein sehr, sehr geiler Tag. Also hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, der nächste Halt ist dann wieder in Frankfurt, meine ich. Checkt es auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal ab. Vielleicht ist das bei euch in der Nähe. Also ich kann euch nur sagen, das ist einen Besuch wert. Klatsch mich jetzt ins Bett. Ich hoffe, ihr hattet hier ein bisschen Spaß in dem Video. Falls da, würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Aber auf dem Kanal, falls du noch keins da gelassen hast. Und ja, gute Nacht. Na, tschüss.